Hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, zu einer neuen Folge, und zwar zu Foundation im 23. Monat, Woche 4, Tag 6. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ein bisschen um das Ausforsten gekümmert, haben noch die letzte Handelsroute freigeschaltet, hier nach Middle, ne? Northbury hatten wir schon und Davenport, mit dem werden wir dann später auch noch Handel betreiben. Wir haben ein Marmorvorkommen gefunden. Wo ich nochmal gucken muss, wo das genau war. Ich hätte es, glaube ich, anklicken sollen. Aber vielleicht ist es ja auch auf der Karte verzeichnet. Hier haben wir auf jeden Fall ein Eisenvorkommen. Da sollen wir uns auch drum kümmern, hattet ihr geschrieben. Und wir haben wieder Beförderungen verfügbar. Das bedeutet, wir können diesmal Bürger. So, das war's. Und tschüss. Wir können Bürger auf jeden Fall einstellen. Der Betrag, der steigt dann wieder relativ fix. Und müssen dann nochmal gucken, dass wir noch ein paar Sachen einstellen. Wir haben einen vollen Lagerplatz. Das ist... Wo ist denn der volle Lagerplatz? Manchmal verstehe ich das nicht. Da ist doch noch genug Platz drin. Da ist doch noch genug Platz. So, aufgeforstet wurde. Das heißt, hier wachsen die ganzen Bäumchen. Der Förster wird, glaube ich, hier auch nochmal hinlaufen. Zumindest habe ich es da eingestellt. Wir haben wieder was Neues freigeschaltet. Und zwar eine Goldschmelze und eine Juwelierwerkstatt. Ne? Oh, guck mal. Schick. Was haben wir hier noch drin? Ich guck mal kurz. Eine Glashütte. Da können wir Quarz herstellen. Boah, ist das klasse. Also ich finde das echt wirklich cool, dass wir jetzt nach und nach hier richtig viele tolle Sachen freischalten, ne? Das Spiel macht einfach süchtig. Es macht einfach süchtig. Handelsbonus haben wir hier noch. Ach, guck mal, wir können das Ganze freischalten hier. Oh, das habe ich gar nicht mehr im, warte mal, Steinset. Oh ja. Handelsbonus. Oh, Taverne. Da-da. Da-da. Yes. So, guck mal, wir haben hier echt viele Sachen freigeschaltet. Wir müssen ein bisschen mehr das Königreich und den Klerus noch bedienen. Ach, hier brauchen wir noch ein bisschen mehr Bürgerliche. Sehr schön. 20 Bürgerliche. Haben wir echt schon freigeschaltet. Steuerbüro. Oh, das brauchen wir. Das heißt 10 Bürger. Ach, Bürgerliche ist auch nochmal ein Unterschied. Bürger und Bürgerliche. Bote bittet um eine Audienz. Wo ist er denn schon wieder? Ach, Grüße. Ich werde dem... Volk diesmal helfen. So, Lieferbären. Zack, Auftrag abgeschlossen. Und haben jetzt noch was Neues freigeschaltet. Oh, die Taverne ist frei. Sehr geil. Ort für die Oberschicht. Ausgefallene Speisen und Getränke. Oh, köstlich. Also eine Taverne ist halt nichts für den gemeinen Pöbel, wie man so schön sagt. Gut. Ich würde sagen, wir werden uns heute mal mit der Hopfenfarm begnügen. Hatte ich nicht hier den Förster oder ist er überlastet? Rohmaterialien fehlen. Fehlt es an Mehl. Hm. Ah, guck mal, hier wird jetzt wieder ausgesät. Wir gucken uns das mal an. Hm. Vielleicht noch eine weitere Weizenfarm, ne? Ja, hier. Und dann die Ländereien vielleicht noch erweitern hier rum. Hier vorne kommt ja Eisen. Was bräuchten wir denn jetzt alles? Wir bräuchten... eine Fassbinderei aus Brettern. Ah, wir brauchen mehr Holz. Das ist natürlich auch... deswegen würde hier oben vielleicht die Bereich, der Bereich passen. Fässer. Hm. Wenn wir uns das Ganze hier mal angucken, Milch auf Käserei, Hopfenfarm. Ah, der braucht noch Weizen dazu. Also ich würde erstmal noch eine weitere Weizenfarm dazu bauen, wenn ich ehrlich bin. Hier vielleicht noch hin. Dann da vielleicht noch ein Lager. Es fehlen noch Materialien für den Bau, das ist klar. Guck mal, wir haben wieder so viel Geld. Das bedeutet, wir bauen am liebsten noch eine Weizenfarm. Na, guck mal. Dann bauen wir die hier noch hin. Und können dann hier noch den Bereich wieder erweitern.
bauen, oder? So, Priorität nach oben. Das heißt, wir bräuchten Material für den Lagerplatz voll. Das ist doch leer. Oder meine ich das hier? Der ist, ja gut, der ist auch nicht voll. Verstehe ich nicht. Fische und so weiter, das passt auch. Einwohnerzahl niedrig. Hier wird jetzt quasi nochmal die Weizenfarm gebaut. Eine weitere. Dann könnten wir noch hierhin quasi ausbauen. Vielleicht sollten wir noch einen Brunnen bauen. Brunnenversorgung ist halt immer sehr wichtig. Zack. Dann wird das jetzt nochmal gebaut. Aktivitäten, guck mal. Sehen wir das auch nochmal. Mineralien. Bei den. Aber hier Marmor. Oh. Marmorvorkommen. Ist natürlich auch nice. Guck mal, hier können wir auch dann die Dinger bauen, ne? Ich glaube, es wäre keine schlechte Idee, wenn wir hier rüber gehen würden. Von den Ländereien her, ne? Das ist ja das, was wir sehen. Oh, was haben wir hier? Ah, es ist der Handler. Der Händler. Der Handler. Der kennt's nicht. Hallo, ich bin der Handler. Sehr gut. Ach, herrlich. Also mir macht das Gewusel hier richtig viel Spaß. Natürlich haben die jetzt hier weite Wege. Wie weit würde denn das Territorium gehen? Ach, guck mal, es sind zwei. Also es wäre sehr viel Wasser hier. Aber hier hätten wir wieder Fische. Zack, zack. Da wird's hochgehen. Wir könnten uns ja sogar... Was kosten das? 500 Münzen und Steuern die Woche. Das heißt, wir haben weniger Einnahmen. Ne? Das muss man berücksichtigen. Dieses Gebiet kaufen, dieses Gebiet aufgeben, Steuern senken. Es will wohl überlegt sein, was wir da genau machen. Ne? Guck mal, da wird schön geerntet. Die Zuwanderung haben wir nach wie vor gestoppt. Ne? Wir haben jetzt immer noch auf 4 laufende Konstruktionen. Es fehlen Materialien für den Bau, okay. Keine Arbeiter zugewiesen. Wir haben 5 arbeitslose Dorfbewohner. Also das wird hier gebaut, das wird hier gebaut. Was wir vielleicht noch bräuchten, wäre noch ein Lager für Weizen. Frage ist, warum er jetzt hier nicht aufforstet, der gute Mann, ne? Weil eigentlich hatten wir ja hier Aufforsten eingestellt. Macht er irgendwie nicht, ne? Der hat nur hier so... Ah, ich glaube, vielleicht hat er nur einen gewissen Einzugsbereich, der Förster. Also wir könnten hier dann noch mehr Felder anlegen. Das mit dem Abbau könnten wir mal wegmachen hier. Nur auf die Steine fixieren. Brunnen ist fertig. Das wird noch gebaut. Hier können wir noch ein bisschen weiter runtergehen. So, dann will ich mit den Aufforsten da auch noch ein bisschen runtergehen. Damit wir ein bisschen mehr Platz haben für die Weizenfelder, ne? Abbau muss, glaube ich, nur die Ecke mit da drin sein, ne? Dann bauen wir hier noch ein Lager vielleicht hin. Jo. So, die Weizenfarm ist erstellt. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch 3 Bauern. Feld einzeichnen. Das heißt, wir könnten jetzt hier die Felder einzeichnen. Hier auch. Gucken, bis wohin die anpflanzen. Ne? Das ist halt immer so die Sache. Sehr schön. Gut. Nachdem wir da oben mit nichts hinkommen, deswegen können wir das hier mal freilassen. So. Bedeutet, die können dann loslegen. Wolle, Wolle, Stoff. Brot, Beeren, Weizen. Okay.
Okay. Das heißt, hier können wir vielleicht nochmal ein Lager hinpacken. Wir müssen natürlich dann schauen. Ein Speicher. Oh. Militärmission. Nö, gar kein Bock. Nö. Und Beförderung verfügbar. Okay. Ich würde sagen, wir nehmen einfach wieder drei Bürgerliche. So. Ja, das geht halt wieder relativ fix hoch. Und wir bräuchten noch einen Speicher. Den können wir vielleicht hier direkt hinbauen, ne? Oder? Ja. Den Speicher bauen wir hier hin. Bauen. Werkzeuge müssen wir natürlich... Oh, guck mal. Ich gucke jetzt mal, wie weit die hier aussehen, ne? Da geht es auch noch weiter. Oha. Also das ist natürlich... schon mal sehr gut. Das heißt, den Bereich würde er auch nie nehmen, ne? Ah, den haben wir auch gar nicht eingezeichnet. Das heißt, wir können den Bereich hier trotzdem wieder rausnehmen. Also viel machen die gar nicht, ne? Hier die Ecke auch. Also der Bereich, der muss auch weg. So. So, das heißt, hier wird noch weiter ausgesät. Sehr schön. Die kommen jetzt wieder und sehen wieder aus, ne? Ah, die machen das nochmal neu, weil ich es verändert habe. Okay. Wir haben Brot. Käse ist nicht viel. Warum haben wir denn nicht so viel Käse, Leute? Wir machen nochmal ein paar Kühe dahin. Wolle läuft. Milch. Käserei. Okay, ach, die haben noch genug Milch. Vielleicht sollten wir auch noch im Milchviehbetrieb noch zusätzlich darin noch investieren, damit wir mehr Käse bekommen. Das heißt, hier vielleicht noch eine kleine Farm hinbauen. Und vielleicht noch einen Förster, ne? Bei dem funktioniert es gut. Hier wachsen die Bäume. Das heißt, wir müssten... heute mal ein bisschen in die Infrastruktur bauen. Eigentlich hatte ich ja vor, was Neues zu bauen, aber manchmal muss man einfach vielleicht mal zwei, drei Schritte zurückgehen, bevor man wieder einen Schritt nach vorne geht, ne? So, das Lager ist ready. Wir können die Zuwanderung wieder zulassen. Kein Zugriff auf Gottesdienst. Ach, Leute. Ach, wir müssen die Kirche erweitern. Stimmt. Oh, nee. So, hier kommen rein, Ressourcen zuweilen, und zwar Weizen. Weizen. Und später dann, was machen wir denn noch? Milch brauchen wir hier nicht einweisen, ne? Ich glaube, Hopfen könnten wir später einweisen, ne? So, also erstmal hier alles einlagern. Der Bote bittet um eine Audienz. Wir werden dem König helfen. 5 Brote erledigt. Tippitoppi. Sehr schön. Das heißt, wir bauen jetzt hier nochmal eine Rinderfarm hin. Oder eine Milchfarm. Milchhof, ne? Guck mal. Da bauen wir hier noch einen Milchhof hin. Den könnten wir eigentlich hier oben auch direkt lassen, ne? Zack. So, den brauchen wir auch. Was haben wir hier? Wolle. Ja, Wolle könnten wir, glaube ich, auch noch erhöhen. Bei Klamotten haben wir wirklich nicht viele, ne? So, hier wird das Ganze gebaut. Dann können wir hier nochmal das Aufforsten und Abbauen wegmachen. Das macht hier halt keinen Sinn, ne? Und die Aufforstung könnten wir hier auch wegmachen, ne? Wir werden neue Dorfbewohner bekommen. Der Vogt ist zurück. Soll sich noch ein bisschen um gewisse Dinge kümmern. Warte mal, waren Dorfbewohner auch noch dabei? Nee, noch nicht. So, hier wird die Milch, der Milchhof weitergebaut. Das heißt, da erhöhen wir nochmal die Milchproduktion. Und hier können wir vielleicht nochmal die Schafproduktion erhöhen. Dass wir da auch nochmal ein bisschen mehr haben. Ne? So, Errungenschaft. Ein wachsendes Dorf. Wo waren denn hier die
Die Wollpullis hier, die rasenden. Fassbinderei, Glashütte. Schmiede, Cola, Steinmetz. Was wir hier nicht alles haben, ne? Milch, Käse, Bäckerei, Weizenfarm. Schäferei, genau. Schön. Ach, hat er wieder Rechtsklick gemacht, ne? Ist immer das Problem, wenn man zu viel andere Spiele spielt, ne? So, das bauen wir auch nochmal. Die Schäferei. Hier wird noch fleißig gebaut. Das ist die Priorität hoch. Den Brunnen haben wir hier. Das heißt, heute ist es wirklich so, dass wir uns wirklich einfach mal um die grundlegenden Dinge hier kümmern, ne? Wir könnten noch hier ein bisschen mehr Ernte einzeichnen. Ja, gut, komm. Zeichnen wir mal hier komplett ein. Ich glaube, da wird nichts passieren, aber man weiß es ja nie, ne? Den Förster müssen wir auch noch bauen. Den würde ich dann einfach hier so an die Kante setzen. Oder hier vielleicht. Da würde er, glaube ich, gut hinpassen. Ressourcen, Forsthaus. Wo sieht man Forsthaus Falkenau? Das hat meine Mom immer irgendwie geguckt. Schreibt sie gerne in die Kommentare rein, wenn ihr meint, wovon ich rede. Und die Wege sind natürlich sehr lang hier, ne? Könnte ich hier auch... Ja gut, Milch wird woanders eingelagert. So, 4 von 4 haben wir. Das heißt, wir haben keine arbeitslosen Dorfbewohner. Die Zufriedenheit ist bei 100%. Also das finde ich richtig gut. Der Rubel rollt. 2 neue Bewohner. Sehr schön. Das heißt, wir haben heute hier ordentlich in die Infrastruktur produziert, ne? Finde ich sehr gut. Hier kommt später der Hopfen rein. Die Milch wird hier vorne, glaube ich, eingelagert, ne? Käserei ist direkt hier. Und hier haben wir Wolle. Stoff. Guck mal, wie viel Stoff wir haben. Die Weberei kommt gar nicht hinterher. Die war doch hier oben irgendwo, ne? Oder die Schneiderei. Da müssen wir vielleicht auch nochmal die Produktion erhöhen. Damit wir mehr Klamotten haben, ne? Sehr cool. Guck mal, das ist fertig. Ja, nee, ist noch nicht ganz fertig. Da kommt die Försterhütte hin. Hier haben wir ja Priorisierung. Hier haben wir auch noch ganz viel Platz. Na gut, hier kommt Eisenhüttenwerke hin. Und was ihr auch gesagt habt, ist, dass wir natürlich Wohngebiete mal da bauen, wo die Leute auch arbeiten sollen. Ne? Oh, Forsthaus wird auch gebaut. So, sehr gut. Und auch die Farm ist da. Ne? Wir züchten mal ein paar Kühe hier. Ja, guck mal. Das heißt, wir haben hier ganz viel Milchvieh. Der Förster ist hier auch ready. Bam. Der wird dann jetzt auf jeden Fall gleich einziehen und dann die Bäume hier setzen. Gemäß der Aufforstung, ne? Also hier rum. Und der könnte eigentlich hier auch noch ein paar Bäume machen, ne? Guck mal, hier könnten wir auch noch ein paar Bäume hinbauen. Hier, da und hier könnten wir dann gleichzeitig noch als Abbaugebiet machen. Ne? So, 4 neue Dorfbewohner haben wir bekommen. Sehr schön. So, ist der? Der wird hier gleich anfangen, glaube ich, die ganzen Bäume zu setzen. Gucken wir uns mal an. Ich glaube, der ist gerade hier, gerade angefangen zu arbeiten. Wo ist er denn? Der Förster? Ich habe gerade frei. Sehe ich anders. Aber ja. Militärmission. Nee.
Beförderung. Ich würde sagen, wir steigern wieder hier die Kollegen. Sehr schön. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Bürgerliche, ne? Steuerbüro. Das wird krass. Da generieren wir zusätzlich Steuern. Jetzt ist die Bevölkerung 98%. Waren, Gottesdienst und Luxus. Gut, Luxus sei jetzt erstmal ja, dahingestellt. Guck mal, da geht der Förster jetzt los. Und macht das fertig hier. Seht ihr, da pflanzt er jetzt die ganzen Bäume. Und hier kommt noch der Schäfer. Ganz viele Schafe. Wir können auch mehr Schafe züchten. Ernsthaft, hör auf. Denkt auch an die Nachbarn. Der Geruch alleine. Beschwert euch bei den Entwicklern, wenn er dieses Feature eingebaut hat. Sehr gut. So, das heißt, wir haben hier unsere Ländereien erweitert. Und ja, das soll es dann für heute auch wieder gewesen sein mit einer weiteren Folge zu Foundation. Wenn es euch gefallen hat, ne, gerne ein Däumchen da lassen. Unser Dorf entwickelt sich und ich denke, in der nächsten Folge werden wir ein bisschen investieren. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ja, dann sage ich mal bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.